50 Jahre sind eine lange Zeit. Denken wir an die Entwicklung nicht nur der Presse, sondern vor allem auch der elektronischen Medien und der ganzen digitalen Welt. Warum, Michael Haller, herzlich willkommen in Basel, warum soll man diesen Klassiker des damals 32-jährigen Habermas mit einem Titel, der gut klingt und den fast jeder Provinzpolitiker heute brauchen könnte, warum soll man ihn erneut lesen? Weil Jürgen Habermas damals etwas aufgeschrieben hat, was seither zeitlos, könnte man fast schon sagen, aktuell geblieben ist. Und das ist der Gedanke, dass das Publikum, also er meint damit sowohl den Staatsbürger als auch den sozusagen privaten Bürger, also der Bürger der bürgerlichen Gesellschaft, dass sich das Publikum darüber, wie es zusammenleben möchte, wie es seine Gesellschaft organisiert, gestaltet, weiterentwickelt, dass es sich darüber selbst verständigen könne. Also dieser Gedanke der gesellschaftlichen Selbstverständigung, das war das damals prickelnde, aufregende, für uns auch damals sehr faszinierende, und das ist heute genauso aktuell wie seinerzeit. Wenn wir es jetzt versuchen, was ist denn eigentlich Öffentlichkeit, das jetzt im nicht nur landläufigen, sondern auch eben im Sinne wie Habermas dann sich diesen Begriff annähert, ihn herleitet, und was ist das Neue daran in der Diskussion? Also was er damals versucht hat, war den Begriff der Öffentlichkeit historisch herzuleiten, aus der Geschichte der Moderne, aus der Geschichte, die natürlich in England begann, die Ende des 17. Jahrhunderts, Glorious Revolution, Ansätze der Demokratisierung der Gesellschaft und der Herausbildung eben einer Öffentlichkeit, die damals noch anders beschrieben wurde, die gab andere Begriffe dafür, so etwas wie Public Spirit etwa. Aber damit war schon deutlich geworden, dass der sich mündig fühlende, vielleicht auch tatsächlich mündige Bürger ein Mitsprache, ein Mitgestaltungsrecht für sich in Anspruch bei allen staatspolitisch relevanten Fragen. Da hat er Habermas heraus abgeleitet, einen in dem Sinne diskursiven Begriff von Öffentlichkeit. Und das war auch das, wenn man so will, Neue. Also nicht die Öffentlichkeit nur als eine Institution, in der etwa die Zugangsfreiheit, also wenn wir an die Schweiz denken, ja, die Präsenzöffentlichkeit, die vom Vereinsleben über die politischen Versammlungen bis hin zu Gerichtsurteilen ja auch in der Geschichte hart erstritten worden ist. Aber der Habermasche Gedanke damals, und das war das Elektrisierende, ging da weiter. Er sagt, es geht nicht nur darum, dass wir die Institution Öffentlichkeit haben, sondern es geht auch darum, dass Öffentlichkeit so etwas ist wie ein medialer Raum, innerhalb dem diese Form der Selbstverständigung stattfindet. Er hat sich da sehr intensiv dann und nicht immer ganz schlüssig mit der Frage auseinandergesetzt, was ist dann das, was seinerzeit in Großbritannien eben mit dem Public Spirit und dann mit der Public Opinion bei uns dann zu dem wurde, was wir die öffentliche Meinung nennen. Da eine sehr, ja, wenn man das unter die Lupe legt, diesen Begriff, ja, ein ausgesprochen schwieriges Wort, weil eine öffentliche Meinung im Sinn, Singular, das ist ja wieder etwas sehr Hermetisches, ja, als ob es die Meinung auch in der Öffentlichkeit gäbe, gibt es wahrscheinlich so nicht. Und man merkt, wie er da über lange, lange Strecken in seinem Buch sich damit auseinandersetzt, weil er auch selber merkt, so ganz, also ganz so einfach ist das auch wieder nicht, ja, mit dieser diskursiven Öffentlichkeit. Aber es beginnt eben mit einer Entwicklung einer Bürgerlichkeit, also das beginnt ja in den Kaffeehäusern, in den Salons, in England, in den Clubs und so, wo gegenüber dem höfischen Rahmen, dem nicht-öffentlichen, sich die Bürger zu emanzipieren beginnen und wie dann irgendwann auch das ein Legitimationsthema der Herrschaft werden, nicht? Und das kann man ja eigentlich sagen, bis heute weiterziehen. Auch noch der gröbste Diktator im 21. Jahrhundert hält Wahlen ab. Er will sich legitimieren, auch wenn alles manipuliert ist. Also diese Art von öffentlicher Zustimmung wird wie zu einem elementaren Gesellschaftsmoment, nicht? Das ist, glaube ich, ein Kerngedanke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wobei man noch vielleicht dazu setzen muss, diesen Umschlag, dass es eben nicht nur um die Beschaffung von Legitimation durch den Wahlvorgang als solchen geht, sondern was mit der Öffentlichkeit noch
zusätzlich gemeint ist, ist, dass die Wahlgeschäfte, die Wahlvorbereitung, also der Wahlkampf, dann die Austragung, dann die Auszählung, dann die Kommentierung der Wahlergebnisse in einem öffentlichen Raum stattfindet. Man kann ja sehr wohl Wahlen abhalten. Wir kennen das ja aus verschiedenen tatsächlichen oder vermeintlichen Staaten, gerade in afrikanischen und asiatischen Regionen, wo man sehr wohl Wahlen abhält. Die Leute gehen irgendwie zur Urne. Aber ob die Ergebnisse, ja, die dann bei diesem Wahlgang nachher generiert und veröffentlicht werden, auch wirklich dem Wählerverhalten entsprechen, ist ja, steht ja dahin. Es ist eben die Legitimation tatsächlich erst dann manifest, wenn es in einer öffentlichen Aushandlung mit vermittelt werden kann, wenn gezeigt werden kann in aller Öffentlichkeit, hier sind die Bürger beteiligt. Ja. Also der Gedanke der Partizipation ist eigentlich der, der über die Wahl hinausgeht, die eben die Meinungsbildung der Bürger im Wesentlichen mit einbeziehen soll. Und dieser Gedanke traf natürlich Anfangs der 60er Jahre in den Kern der gesellschaftlichen Diskussion. Erinnern Sie sich an Ihre erste Lektüre? Sie haben ja Ihre publizistische Laufbahn bei der damals recht aufgeschlossenen Basler Nationalzeitung begonnen. Was hat diese Publikation damals ausgelöst? Ja, schon sehr viel. Also es liegt nicht nur an dem Buch als Buch, sondern es liegt natürlich auch an dem Zeitgeist. Ja, dieses Buch ist ja auch nicht von ungefähr von Habermas in den späten 50er Jahren erarbeitet worden, weil auch hier ein gewisser Zeitgeist zugange war, der hier sozusagen auf den Begriff gebracht wurde. Und dieser Zeitgeist bedeutete, dass, und darum waren wir so fasziniert auch von diesem Buch, bedeutete, dass man eigentlich lernen konnte, dass dieser Gedanke der sich selbst aufklärenden Gesellschaft nicht eine Utopie ist, die man im Kaffeehaus eben ja mit Gleichgesinnten austrägt, sondern dass es diesen Gedanken der sich selbst aufklärenden Gesellschaft, dass der historisch sozusagen schon mal validiert ist, ja, dass es bis eben im, vor allem im 18. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts es schon so etwas wie eine politisch-kulturelle diskursiv angelegte Kultur gab, in der die Bürger sich um ihre Öffentlichkeit, sich um die Ausgestaltung dessen, was wir heute vielleicht Gemeinwohl nennen, sich da bemüht haben. Das hat uns fasziniert. Und wenn man das jetzt wieder übersetzt auf die Schweiz, dann damals empfand ich die Schweiz auch als sehr progressiv, weil sie sehr viele Punkte, die mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hatte, sehr viele Fragen, die mit ihrem Rollen und ihrem Selbstverständnis in Europa zu tun hatte, das war in den 60er Jahren sozusagen verflüssigt. Ja, Sie erinnern sich vielleicht, es war damals auch die Zeit, in der Persönlichkeiten wie Max Frisch etwa, ja, die schweizerische Selbstdarstellung, Expo etc. Hinterfragt haben. Eine Zeit, in der man die Rolle auch der föderalen Struktur, also die kleinen Rollen, Übersichtlichkeit auch plötzlich erkannt, dass das eine positive Qualität hat. Also so haben wir jetzt damals an dem Beispiel der Basler Nationalzeitung, haben wir den Eindruck gehabt, wir könnten, und das ist ein Gedanke, der eben in diesem Buch so hervorragend ausgearbeitet ist, wir könnten publizistisch so etwas eben wie einen Diskurs herstellen. Wir könnten mit den Lesern über die wichtigsten politischen Geschäfte öffentlich ein Gespräch führen und nicht einfach mehr nur das, was Zeitungen weithin sonst waren, sozusagen eine Einbahnstraße. Ja, die Transmissionsriemen für Informationen. Ja. Richtig, ja, und die Schweizer Tageszeitungen entstanden ja aus der Parteipresse, also war der Transmissionsriemen auch immer parteigebunden. Also in diesem Sinne sollte dann auch bitteschön informiert und kommentiert werden. Und mit diesem Gedanke des Habermas'schen Öffentlichkeit als Diskurs, mit diesem Gedanken haben wir auch versucht, einen anderen Journalismus zu entwickeln. Also insofern hat dieses Buch die Medienpraxis damals unmittelbar beeinflusst, könnte man also jedenfalls sagen. In meinem Umfeld. Ja. Nun war das natürlich doch ein utopisches Ideal letztendlich. Es ist ja der Vorgriff auf dann die große Theorie des kommunikativen Handelns, die Habermas später entwickelt. Also im Raisonnement des Publikums, wie er das nennt, es geht darum, Bedingungen der Möglichkeit einer rationalen Organisation der ganzen Gesellschaft eben im Gespräch zu entwickeln. Nicht?
was ist davon übrig geblieben? Ja, wollen wir mal so sagen, der Trick dieses Buches bestand auch darin, dass Habermas uns glaubhaft machte, und wir glaubten das damals wirklich, dass es das ja historisch schon mal gab. Dass das eben nicht eine Utopie sei. Und darum fand ich eben als junger Redaktor in Basel, fand ich, das ist tatsächlich ein Modell, das geradezu auf die Schweiz passt, was auf die großräumigen Industriegesellschaften Großbritanniens jetzt im 20. Jahrhundert, Frankreichs oder der Bundesrepublik damals, nicht passt. Weil tatsächlich, und das ist ja im Schlussteil des Buches schon weitgehend grosso modo zutreffend beschrieben, die Vermachtung der Öffentlichkeit durch große Konzerne, durch die Kommerzialisierung der Massenkommunikation mit den großen Massenmedien, dieser öffentliche Diskurs nicht mehr stattfindet, jedenfalls nur noch sozusagen zufällig stattfindet, aber nicht mehr systematisch. Und so fand ich eigentlich das, was er da beschrieben hat, im Sinne einer gelebten Demokratie, das passt geradezu idealiter auf die Schweiz. Ja, also eben auch die kleinen räumigen, interkantonalen Themen und politischen Auseinandersetzungen. Also ein starker Impuls für Demokratisierung aller Lebensbereiche und eben das Prinzip Öffentlichkeit, das war damals ja dann auf alle Fahnen geschrieben. Also ja. Das war ja und wirklich da war auch viel zu tun. Denn ja. Tatsächlich war ja, und auch heute in Grenzen, gab es in der Schweiz das Prinzip Öffentlichkeit nicht. Ja? Also der Chefredakteur des Zürcher Tagesanzeigers, der wurde zu Gefängnis verurteilt, weil er aus vertraulichen Unterlagen, staatlichen Unterlagen, also ja, behördlichen Unterlagen zitiert hat. Also das sind Vorstellungen, die selbst in Großbritannien des 19. Jahrhunderts nicht mehr denkbar waren. Also da war noch viel zu tun in der Schweiz, was dieses Prinzip Öffentlichkeit betrifft. Und da fanden wir natürlich auch in dieser sehr präzisen und luziden Auseinandersetzung dieses Buches, ja, fanden wir hier natürlich auch einen überzeugenden Gewährsmann. Trotzdem, das ist Geschichte. Nun, wie wäre die Fortsetzung des Strukturwandels der Öffentlichkeit zu beschreiben? Vieles ist ja bei Habermas eben schon angelegt. Sie haben das jetzt gesagt, die Vermachtung des Politischen unter Medienmacht, aber auch die Kritik an der Massenkultur, an den Public Relations, an Reklame, welche eigentlich die Auer des Kulturellen zerstört. Da ist ja Habermas dann auch ein Kind der noch viel pessimistischen, kritischen Frankfurter Schule, Adorno und Horkheimer. Ja, aber diese postbürgerliche Öffentlichkeit hat sich ja enorm entwickelt. Wie würden Sie die Hauptlinien eines neuen Strukturwandels oder des Strukturwandels jetzt in den letzten Jahrzehnten ziehen? Also man muss dazu vielleicht noch einen Punkt dazufügen. Das, was auch Habermas dann in den frühen 90er Jahren im Rückblick auf dieses Buch selber erkannt hat, respektive er hat die Rezensionen und die Kritiken ja auch ernst genommen. Er ist ja jemand, der sehr schnell lernt. Und also so hat er sehr wohl erkannt, dass in einem Punkt dieses Buch sozusagen an der Wirklichkeit vorbeigeht. Und dieser eine, aber ganz wichtige Punkt ist, er hat geglaubt, das ist so sein Hoffnungsglaube, dass es über die Herstellung einer diskursiven Öffentlichkeit möglich sei, dass sich Staat und Gesellschaft sozusagen zu einer Totalität verschmelzen würden. Ja, also so etwas, was wir eigentlich heute im Rückblick als einen eher sozialistischen Gedanken ja, verstehen würden, der mit dem liberalen Gedanken der immer auch eine tiefe Skepsis gegenüber den vermachtenden Kräften, diese tiefgreifende Skepsis immer durchhält. Und er hatte die Hoffnung auf eine Versöhnung oder ja, der Gegensätze. Das war eigentlich der Gedanke, dass er sagte, ja, also wir waren schon mal sehr weit in der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine sozusagen integrative, verständigungsorientiertes Zusammenführen dessen, was staatliche Vernunft ist im Sinne von Demokratisierung und das, was die privaten Bürger als Staatsbürger wollen. Und heute, also das, was er dann auch als sozusagen Revision seiner Position Anfang der 90er Jahre geschrieben hat, hat er erkannt, dass wir, da komme ich zu Ihrer Frage, dass sich die nachmodernen oder spätmodernen Gesellschaften, dass sie doch so komplex geworden sind, so vielschichtig, dass es mit einem so vergleichsweise simplen, integrativen Modell man der Komplexität der Wirklichkeit nicht mehr gerecht wird. Er hat darum den Gedanken entwickelt, was dann auch mit dem kommunikativen Handeln für ihn so eine zentrale Bedeutung wurde, dass die Öffentlichkeit gesichert werden muss als ein Raum, in dem
immerhin ein Diskurs möglich bleiben muss. Also Diskurs meint eher, dass sich die gut begründeten Argumente gegen schlecht begründete Argumente im öffentlichen Diskurs durchsetzen. Man könnte sagen, das ist so etwas wie eine gelebte praktische Vernunft, wenn wir das von der praktischen Philosophie her sehen wollten. Und dass das eigentlich genügt, also dass man gar nicht noch weiterführende, eben utopische Ziele avisieren müsste. Es reicht zu sagen, wenn wir diesen Raum sozusagen schützen können und eben rechtsstaatlich zum Beispiel schützen können, dass in der Gesellschaft ein offenes Gespräch im Sinne eines Diskurses möglich würde, dann haben wir schon mal viel erreicht. Dann haben wir zum Beispiel erreicht, dass eben Totalitarismen keine Chance haben, ja, dass Fundamentalismen keine Chance haben, dass fundamentalistisches Denken oder eben in diesem Sinne ideologisches Denken eben sozusagen zerbröselt wird in diesem öffentlichen Diskurs, dass sich nicht durchsetzen kann zum Glück und nicht propagandistisch die Menschen umdrehen kann und dergleichen mehr. Und jetzt, wenn wir das weiterziehen auf die heutigen Trends, dann gibt es, das wäre jetzt ein Habermasscher Ausdruck für die Nachmutter, eine gewisse Ambivalenz. Wir sehen auf der einen Seite, dass die Massenkommunikation noch weiter vermachtet ist, dass wir riesige Konzerne haben, also gerade Großbritannien und Murdoch ist ja ein grausames Beispiel dafür, wie hier eine ganze politische Kultur eigentlich korrumpiert worden ist durch Dirty Tricks der Massenblätter von Murdoch. Das ist die eine Seite. Aber wir sehen auch auf der anderen Seite, dass dadurch, dass Publizität im Internet, gerade wenn wir die Weiterungen von Web 2.0, die Blogger-Szene und so weiter anschauen, dass durch das Herabsenken der Zutrittsschwelle, ja, wenn man publizistisch tätig werden will, sich sozusagen Suböffentlichkeiten entwickeln, die wiederum auch zwischen den verschiedenen Suböffentlichkeiten durchaus so etwas wie ansatzweise etwas entsteht, was man mal vielleicht einen Diskurs nennen könnte. Man darf da allerdings auch nicht zu idealistisch sein. Ja? Denn bis jetzt, wenn wir es uns genauer anschauen, wenn wir das unter die Lupe nehmen, was im Internet tatsächlich stattfindet, dann ist da natürlich sehr viel Gedönse und Geklöne und unnötig Redundantes und dergleichen mehr. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Menschen diese Form des öffentlichen Miteinander-Argumentierens erst lernen müssen. Woher sollen Sie denn das können? Ja, Sie haben ja in den letzten 50 Jahren, hat man das ja nirgends gelernt, wie man sich ja argumentativ in einer Gruppen- oder in einer Suböffentlichkeit so artikuliert, dass das Argument, das man bringt, auch begründet ist. Eben insofern behält Jürgen Habermas Hoffnung auf die kommunikative Kompetenz etwas leicht Utopisches, weil ja umgekehrt die von ihm schon damals ja noch viel bescheidener Momente von Ökonomisierung von Kultur als Ware, auch von Public Relation, wenn wir all die Öffentlichkeitsarbeiter in allen politischen und institutionellen Ämtern denken, das war ja früher nicht so. Also die Desinformation ist mit der Information permanent gewachsen und da jetzt noch an den rationalen Diskurs zu glauben, braucht schon auch ein gehöriges Stück Mut. Nicht? Das kann man in der Tat so sagen und darum ja, der etwas abstrakte Ausdruck der Ambivalenz. Ja, man sieht auf der einen Seite tatsächlich, wie Öffentlichkeiten heute durchkommen, kommerzialisiert sind, wie Scheindiskussionen nur deswegen geführt werden, weil bestimmte Partikularinteressen sich durchsetzen wollen, sei es, dass sie strategisch etwas durchsetzen wollen, sei es, dass sie kommerziell etwas durchsetzen, das heißt verkaufen wollen. Ja, auf der anderen Seite gibt es doch auch, also man muss das etwas nachhaltiger sehen. Zunächst ist mal festzustellen, dass die jüngeren Erwachsenengenerationen sich sukzessive verabschiedet von dieser Art der Massenkommunikation. Wir sehen das ja tragischerweise am Reichweitenrückgang der klassischen Medien, die zu Teilen auch selbst verschuldet ist. Dass die klassischen Medien, auch Tageszeitungen und andere, dass die jungen Erwachsenen nicht mehr erreichen, hat schon auch unter vielen anderen Gründen, aber auch etwas damit zu tun, dass sie die Glaubwürdigkeit, hier wirklich einen Diskurs veranstalten zu wollen, eingebüßt haben. Und stattdessen entwickeln sich verschiedene Gruppenöffentlichkeiten, sozusagen private und halbprivate Öffentlichkeiten, in denen in Communities kommuniziert wird. Wie ich vorhin schon meinte, zunächst mal gar nicht diskursiv, sondern Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber-mäßig. Aber das muss ja so nicht bleiben. Ja? Das ist ja vielleicht ein Lernprozess. Also wenn wir jetzt nicht utopisch, aber doch in einem gewissen Sinne idealistisch denken und der gesellschaftlichen Entwicklung
Entwicklung mit einem gewissen Hoffnungsglauben dabei bleiben, dann ist durchaus denkbar, dass wir auch das Schulsystem so reformieren, dass die Heranwachsenden gerade in der Schule das lernen, was ein öffentlicher Diskurs ist. Also sich zu beteiligen in einem öffentlichen Gespräch. Verblüffend bei der Relektüre von Habermas war für mich, wie er doch eigentlich auch die Gegenargumente immer schon mitdenkt. Also er ist da unglaublich wach, sagt er selbst auch mal, die öffentliche Meinung ist eigentlich eine Fiktion. Also was ich mir erhoffe von diesem resonierenden Publikum, das ist längst eigentlich aus Zusammenhang zerrissen. Eben, also auch die Fragmentierung sieht er voraus. Er sieht voraus auch Wirkungen wie von Funk, Film und Fernsehen, die ganz anders als eben der gedruckte Buchstabe funktioniert, viel überwältigender. Also alles, was längst gegenwärtig ist, er sieht, wie anstatt wirklich im Diskurs erarbeiteter Meinung nur ein Meinungsklima entsteht. Statt eine öffentliche Meinung, schreibt er, spielt sich in der manipulierten Öffentlichkeit eine Akklamationsstimmung ein. Ja. Und das beschreibt doch eigentlich sehr viele politische Vorgänge von heute, nicht? Unbedingt, ja. Also ich meine, seine Kritik an den real existierenden Medien, die ist sehr perspektivisch treffend, würde man rückblickend sagen. Da hat er in den 60er Jahren schon sehr vieles sehr genau antizipiert, erkannt und auch die Tendenzen erkannt. Es gibt einen Punkt, für den er sich nie interessiert hat und der darum in seinem gesamten Werk, jetzt dort, wo es um Medien und Öffentlichkeit geht, eine zu geringe Rolle spielt, das ist das Problem der Information. Er hat sich aus naheliegenden Gründen natürlich dafür immer interessiert, wie der Bürger zu seiner Meinung kommt. Das heißt also, wie er so argumentierend seine Auffassung darüber, wie etwas gut oder schlecht zu finden ist und danach zu handeln sei, wie er zu dieser Auffassung kommt. Das ist das, was ihn interessiert. Aber was, und das sieht man auch gerade als sozusagen Schwäche oder Mangel in dem Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit, dass er übersieht, dass der klug, diskursiv argumentierende Bürger eigentlich zuerst mal ein informierter Bürger sein muss. Eben, also Sachkenntnis haben muss. Ja, er muss auch, er muss also wissen, was los ist. Und in einem Staat, in dem feudale Zirkel nur pseudodemokratisch sich geben, aber die eigentlichen wichtigen Informationen, die notwendig sind, damit man überhaupt sich eine Meinung bilden kann, unter Kontrolle bleiben oder unter Zensur, dann nützt auch der schönste herrschaftsfreie Diskurs nicht, weil er gar nicht funktionieren kann, weil die Voraussetzungen nicht stimmen. Und so fehlt in seinem Buch schon auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Prozessen, die auf dem Kontinent zur Überwindung der Zensur geführt haben, auf der einen Seite, aber auch diese große angelsächsische Tradition der Trennung zwischen Information und Meinung und auch der Kampf der Publizisten im 18. Jahrhundert war ein Kampf um Informationsfreiheit zuerst einmal. Also die große Auseinandersetzung um die Parlamentsberichterstattung in England etwa zeigt das ganz deutlich. Darf ich schreiben in der Zeitung einfach mal, was Sache ist? Und dann kommt man in einem zweiten Punkt, dass ich dann dazu auch noch eine bestimmte Meinung habe. Und das ist etwas, was er merkwürdig ausblendet. Zum Schluss, was bleibt für Sie das Wichtigste, das man aus diesem Buch mitnehmen soll? Also ich glaube, das Interessanteste an diesem Buch ist, dass es einen so viele Fragen aufreißt. Darüber kann es denn sein, dass Bürger als normal Ausgebildete und eben nicht nur als Intellektueller, sondern als ein ganz normal ausgebildeter Bürger, kann es sein, dass Bürger sich über Medien so verständigen können, dass sie, wenn es um politisches Handeln geht, als Stimmbürger oder im kommunalen Raum als Akteur, gemeinwohlorientiert handeln und nicht nur ihre persönlichen Interessen durchgesetzt sehen wollen. Das ist, glaube ich, der Schlüsselgedanke von jeder Form von Demokratisierung. Und das, was dieses Buch lebendig hält und worum sich eine Wiederlektüre auch lohnt, ist zu beobachten, wie kann das und wo kann das auch heute in einer so ausdifferenzierten, kompliziert gewordenen, von großen Konzernen auf der einen Seite
mitgesteuerten und aber auf der anderen Seite mit Gegenbewegungen und Abwehrbewegungen versehenen medialen Öffentlichkeit. Wie kann das heute gleichwohl entweder in Gang gesetzt oder in Gang gehalten werden? Sodass also immer noch die Bürger das Gefühl haben, dass sie sich über das, was das Gemeinwohl ausmacht, verständigen können. Und nicht nur im Sinne von, gut, dass wir darüber geredet haben und morgen geht dann der grausame Alltag weiter, sondern dass diese Verständigung auch folgenreich ist. Also ja, dass politische sie auch Implikationen politisch, hat. Ja. Genau, dass sie auch sich politisch umsetzt und durchsetzt. Und in der Schweiz ist ja, seitdem dieses Buch erschienen ist, sehr viel darüber diskutiert worden. Damals, wenn wir uns erinnern, im Boden, ja, das helvetische Malaise mit dem rasant absinkenden Stimmbeteiligung, dass sozusagen nur noch Minderheiten an der Urne entscheiden, was dann nachher die Mehrheiten betrifft und so weiter. Aber da hat man heute schon eine etwas differenziertere und auch durchaus abgeklärtere Auffassung und findet, dass der politische Diskurs in vielen Schweizer Kantonen heute doch eine gewisse Qualität zeigt, dass bestimmte auch stark, sagen wir mal, propagandistisch auftretende Parteien, ich will gar keine Namen hier nennen, mal zunächst einen Effekt haben, aber dann auch ja, durchschaut werden und wieder sozusagen zurück müssen. An Grenzen stoßen. Ja, ja, an Grenzen der Akzeptanz stoßen, ja, auch auf Kritik stoßen, dass hier der Souverän, ja, um dieses schöne klassische Wort von Demokratisierungsprozessen zu gebrauchen, dass sich eben hier doch der Souverän bis zu einem gewissen Grad praktische Vernunft zu entwickeln in der Lage ist. Welche Voraussetzungen braucht es aber dazu? Wie kommt doch sowas wie Kohärenz eben jenseits jetzt nur von Stimmungen, sondern eine von Grundüberzeugungen zustande? Was ist da erforderlich? Es braucht dazu in der Tat, braucht Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen, die müssen auf der einen Seite verfassungs- oder rechtsstaatlich gesichert sein. Das ist mal die Unabhängigkeit der Medien, nicht nur vom Staat, sondern auch, was wir über Kartellrecht ja versuchen, also einigermaßen hinzukriegen, auch unabhängig gegenüber riesigen Machtgebilden. Ja, die dann als Konzerne wirksam werden, siehe eben Murdoch in England. Ja, das ist zum Glück in der Schweiz oder Deutschland, sind solche Machtkonzentrationen in der Form jedenfalls bis jetzt nicht möglich. Das ist mal eine von vielen Sicherungen. Wir brauchen aber dazu auch einen professionell arbeitenden Journalismus, der die Aufgaben, die die Gesellschaft dem Journalismus zuschreibt, nämlich für dieses selbstaufklärende Informationsgeschäft zuständig zu sein und wirklich die Gesellschaft über ihren aktuellen Zustand aufzuklären, der diese Aufgabe auch wirklich erfüllt. Dazu gehört Professionalität, aber dazu gehört auch eine minimale personelle Ausstattung in Redaktionen. Dazu gehört eben auch wieder die Unabhängigkeit der Redaktion, bezogen auf den Medieneigentümer. Dann gehört dazu eine entsprechende auch Ausbildung der Menschen in den Schulen. Eine Gesellschaft, die leseinkompetent wird, ja, weil man nur noch schnell laufende Apps mit Fingerdruck und Wischen sich angucken kann, ja, weil man über die Oberfläche wischt. Diese Gesellschaft ist nicht unbedingt in der Lage, ja, einen Diskurs zu führen darüber, was das Gemeinwohl in einem allgemeineren Sinne ausmacht, also über das eigene konsumistische Interesse hinaus. Das sind also Fragen, die auch wieder weit zurückgreifen, wenn da schon viele Familien versagen, so doch hier subsidiär das Schulsystem hier einspringen muss und hier für eine entsprechende Ausbildung sorgen muss, dass wir erwachsene Menschen haben, die an diesen öffentlichen Diskurs sozusagen lösungsorientiert interessiert sind, aber auch argumentativ sich einbringen können. Michael Haller, vielen Dank für diese Auskünfte. Ich denke, Jürgen Habermas hätte sich über die sehr konkreten Ausflüsse seiner natürlich sehr theoretischen Auslassungen auch gefreut. Und als Bilanz bleibt der Eindruck der Ambivalenz nicht. Also wir sind da zwischen Hoffen und Bangen. Genau, ja, völlig richtig. Herr Popp, sehe ich auch so.